Ja, hi Leute. Ja, ich habe wieder ein neues Video für euch vorbereitet. Heute besuchen wir mal den Rashid aus Dortmund. Der hatte mich mal angeschrieben, der wollte gerne mal mit dem M3 mitfahren. Und dachte mir, ja klar, kein Thema, Wetter ist geil, Leute. Am Wagen ist gerade gewaschen. Machen wir das einfach mal. Ja, wie gesagt, dann schauen wir uns mal an, was er so zum M3 sagt. Und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Oder? Haut rein, ciao. Bist du drauf? Auf dem Bild. Aber man sieht mich nicht, ich will am besten nicht, ehrlich gesagt, drauf. Warum? Ja, ich bin irgendwie so ein bisschen... Schimpfig? Ja, Quatsch! Schüchtern oder so. Brauchst du nicht, ist doch nicht schlimm. Wir waren noch nicht lange im Video. Das war irgendwie der Typ, wo du mit dem S3 oder so... S5. S5, genau. Mhm. Benni, ja, ja, ist ein guter Freund von mir, der war auch so ein Schissbuch. Ja, ist irgendwie komisch, und du bist das vielleicht gewöhnt, ne? Ja, ach, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Irgendwann denkst du auch gar nicht mehr dran. Das ist dann... Warst du schon bei JP? Da beim Burger essen? Da kommt ja, das doch. Ja, ja. Warst du schon? Ja. Und? Der Laden, also der Burger schmeckt, muss man ehrlich zugeben. Aber da musst du halt gut lange warten, ne? Du bist ja immer dran. Ja, ja, der hat ja gesagt, 3,5 Stunden haben die ersten gewartet. Ja. Ist ja voller Hype jetzt da. Also er kommt so echt nett rüber. Okay. Nicht arrogant, nix. Klar, der kann ja nicht mit jedem ein Foto machen oder so. Also viele tausende Leute. Ja, hat er ja auch gesagt dann, ja. Und den gönne ich den Erfolg auch. Ja? Ja. Ich habe das Gefühl, das ist echt seine Leidenschaft. Wie der sich freut, wenn der mal so einen Auspuff-Sound oder einen Tunnel durchfährt und so. Er hat es halt geschafft. Muss man halt anerkennen. Hat er alleine geschafft. Ja, genau. Und es gibt halt immer viele Neider, die sagen, Wolvik in deinen Videos, du wirst von Wolvik bezahlt. Ja, und wenn, lass ihn doch. Ja, ja, also, ist doch nicht dein Problem. Anmachen, dann ist vorbei. Ne? Ja. Ist echt, wenn du so ein bisschen auf Untersound stehst. Ja. Ich weiß nicht, wie du die Klappe machst, der ist auch richtig schön leise dann, finde ich. Also die Klappe, die funktioniert ja. Bist du auch gefahren schon? Einmal kurz gefahren, weil ein Kollege von mir hat sich dem ausgeliehen. Ja. Und dann konnte ich den einmal kurz fahren. Den V8 nicht nur mitgefahren. Ja. Das ist einfach, ich weiß gar nicht, wie die das hinkriegen, dass das so erlaubt ist. Ja. Ich glaube, die neueren Modelle sollen jetzt auch nicht mehr so laut sein. Lärmschutz oder? Ja. Aber ohne Sound ist irgendwie scheiße, oder? So. Ja, klar. Und der F-Type ist ja auch nicht so teuer, ne? Also der V6 ist nicht so teuer. Ne, der V6 nicht. Der, und dann das Design und wie der aussieht, dann der Sound, also das ist schon. Hat Jaguar echt was hingekriegt, finde ich. Aber wenn, dann würde ich lieber den V8 nehmen, du. Also ich bin ja beide gefahren und den V8 einmal gefahren bist, dann. Das bist du verseucht. Ja, das ist dann leider so. Gleich hinter der Tanke, da ist ein Burgerladen. Hinter der Tanke? Ja, also noch ein Stück weiter. Da kann man es auch. Noch ein. Nein, weiter. Achso, da. Boah, Wahnsinn.
Wahnsinn. Guck mal, die wollen alle einen Burger essen. Das ist Hammer, oder? Das ist nicht normal, ey. Das ist echt krank, Jungs. Ja. Boah. Das ist voll. Alter Schwede. Hier ist auch immer was los, ey. Krass. Alter, die stehen ja bestimmt ein, zwei Stunden mindestens. Länger. Ich wollte den unbedingt mal fahren, zu vergleichen, ob da wirklich was für mich ist, weil alle so den Sound so geil finden. Ja, und das war einfach nur krass. Als er mir gesagt hat, hey, mal an, da war ich gehört. Da habe ich gesagt, guck ich ihn an, nicht so, hey, ist das nicht erlaubt. Er so, doch, ist das. Das ist echt krank. Ich fand das im Video klasse, du hast echt keinen Grinsen nicht mehr weggekriegt. Das geht auch nicht, weil wenn du so ein bisschen drauf. Ja, ne, weiß nicht. Und ich finde, beim M3 finde ich gut. Super Auto, bin totaler M3-Fan und ich finde so ein bisschen, er ist ein bisschen undercover, ja. Also einer, der sich nicht auskennt, denkt, ja, schönes Auto. Ja. Ein bisschen BMW halt oder sowas, ja. Beim F-Type, glaube ich, hast du die Erfahrung ja auch gemacht. Ein bisschen, ja, F-Type, klar, ja. Ein bisschen arroganter Typ wieder direkt, ja. Guck mal, Slop oder reicher Typ oder so. Ja, das war schon krank. Ich bin da nur vorbei gerollt, sag ich mal. Die Leute haben schon so gesagt, ey, was ist das für ein Anhänger? Ja, ja. Meine Güte, ey. V10 ist noch geiler. Also da kann ich mir erzählen, was willst du? Ein Kollege von mir, der V10, der Vater von ihm. Ja. Und das ist auch einfach geil. Das Rennwagen. Ja, das ist einfach so geil. Und V10 ist so, das hörst du so ganz, ganz selten. Das ist ein Geschrei da. Ja. Aber als ich jetzt G-Klasse bin, das gesehen. Ja. Das ist geil, ne? Also der freut sich wie ein Kind immer, ist so geil. Ja, ja, finde ich cool. Welcher Wagen bekommt von Jackie? Der hat doch reingeschrieben, ja. Ich klicke da sowieso nicht mehr durch, wie laut ist der Wagen. Das war. Da will er jetzt ein neues Projekt machen. Also kannst leise fahren, kannst auch lauter fahren. Ja, das muss das sein. Weiß ich, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, dann will ich es leise haben eigentlich. Ja, oder bin müde. Ja, oder muss ja nicht immer sein. Genau, aber wenn ich jetzt lange arbeiten war und abends nach Hause, dann denkst du, jetzt komm, kein Stress. Das Blau ist auch schön, was du hast. Endlich sagen, das passt zu dem Auto. Der Lago ist blau. Ja, ich fand es cool, so die Kombi immer so hell. Und meine Freundin sagt, ey, Opa sitzt da, so hell. Ich finde das cool, irgendwie so ein bisschen Kontrast. Und da oben auch und so, da gab es die Ärger. Beim M3 finde ich, man muss ein bisschen nachhelfen, ja? Weil da ein bisschen Klang rauskommt. Also wie gesagt, wenn eine ganze Serie ist, ein bisschen schade, weil du hast zu viel Power und so geil. Schade für das Auto, ja. Und dann erhofft man sich auch so ein bisschen, dass da irgendwas kommt. Und da musst du ihn echt hochziehen, dass du da was gehört hast. Der Massimo guckt bestimmt auch zu. Der hat sich auch einen M3 gekauft und der hat nichts dran gemacht. Der lässt ihn so Serie. Ja. Und der ist halt ein bisschen schade, wenn wir dann zu mehreren Leuten unterwegs sind, dann ärgern wir ihn immer ein bisschen, dass er nichts kommt. Und ich
wäre doch eine 18-Zoll. Die Felgen waren schon dabei beim Kauf? Oder sind das? Ja, die waren dabei. Das gehört ja zum Competition-Paket. Ja, stimmt. Ja, ja. Ist natürlich immer geil, wenn das so mit den Häusern ist. So. Ja, genau. Ja, ist das Sinn. Aber man muss auch mal auf, was ein Boot ist. Was. Bei Simon damals, man hat gesagt, zwischen den Gebäuden testen. Wo er noch in Dubai ist, oder? Ja, ja, ist auch genau. Der macht das auch so gut. Hätte doch damals auch einen Wohnwagen wie du hast. Genau, hatte ich auch. Der meinte, er hätte vorne noch die Carbonbox, glaube ich. Hat er doch mal auch gemacht. Ja, genau, die Ansaugung. Genau, die Ansaugung. Er meinte, das wäre richtig geil. Ja. Weil er hat sich auch klasse angehört, der Freund. Ja. Vom Flip weg, mit Geschwindigkeit. Ja, bin ich mal gespannt, du. Ja, wenn wir deinen verkaufen, dann sind wir Bescheid. So, guck mal, wenigstens in die Kamera ein Lächeln am Mann. So, also das war Rashid aus Dortmund. Und wir hatten eine kleine Probefahrt gemacht. Und dann überlegen wir doch mal, Rashid sollte sich auf jeden Fall mal melden, wenn er sich angeholt hat. So, da bin ich mal wieder. Hab mich eben kurz umgezogen, muss zum Fußball. Und die Kamera, der Speicher war gerade voll. Deswegen muss ich das eben kurz ändern. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit Rashid aus Dortmund. Ist ganz cooler Typ. Hat Spaß gemacht, mit ihm mal sich zu unterhalten, zu quatschen. Was er am 3 so gut findet. Und war ganz interessant, dass er auch mal JP getroffen hatte. Und ja, der Burger soll auch gut sein. Ich glaube, da muss ich auch auf jeden Fall mal hin. Müssen wir mal hoffen, dass es demnächst ein bisschen kürzere Wandschlag gibt bei ihm. Alles klar, Leute. Ich freue mich über ein Like, über ein Abo und ich sag mal, bis die nächsten Tage. Haut rein. Ciao.